Oh, immer noch unterwegs im blauen Bereich. Begrüße ich euch recht herzlich zu Ark Aberration. Aufgabe in dieser Folge ist, auch wir gucken uns ein bisschen im blauen Bereich um und entdecken vielleicht Neuigkeiten. Aber ich glaube, von hier komme ich, ne? Naja. Ist also schon mal Unfug gewesen, dass ich hier jetzt wieder weiter runter gehe. Wusch, also mal schnell zurück. Ich werde mal versuchen, so ein bisschen irgendwie den Rand zum roten Bereich zu erreichen. Der dürfte ja da drüben sein. Und werde mich natürlich jetzt von der Radioaktivität fernhalten, weil ich glaube, wie gesagt, ich habe den Anzug gar nicht eingepackt. Ich denke auch nicht, dass wir den brauchen. Weil, wie gesagt, Aufgabe ist, erkunde den blauen Bereich. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wenn es halt radioaktiv wird, dann müssen wir da halt fix wieder raus und gut ist. So. Hier wird sich nicht beschwert, wenn ich vorbeikomme. Wird gefeiert. Wird meine Anwesenheit gefeiert. Ansonsten instant dead. Ah ja, seht ihr? So. Natürlich ein bisschen blöd, da dass ich jetzt unbedingt umkehren muss. Aber ich kenne mich. Wenn ich jetzt den Anzug bei hätte, dann wären wir da rein und wären nie wieder rausgekommen. Jetzt habe ich, glaube ich, auch nicht diese anderen Pilze dabei. Die wollte ich mal testen, ob die uns eventuell bei der Radioaktivität helfen. Aber ist jetzt eh um. Also von daher. Gut, das ist eine Heilpflanze. Könnten Krabi und ich tatsächlich auch noch gebrauchen. Also stellen wir uns hier mal ein bisschen hin. Da drüben ist eine Achatina. Eine Mulle. Iguanodon. Also es sieht eigentlich schon sehr friedlich aus hier. Okay, da ist dieser Wasserfall. Das war, glaube ich, das letzte Mal rüber. Also von der Seite sind wir dann da rüber. Im Wasser selber möchte ich mich gar nicht mal so großartig aufhalten. Weil da die Krabbe denn doch immer wieder etwas eingeschränkt ist. Wow, hier haben wir ein Riesenvorkommen von blauen Edelsteinen. Das ist echt der Hammer. Naja gut, geht. Oh, hier wird's etwas violetter. Aber um so ein bisschen Orientierung hier reinzubekommen, wüsste ich nicht, was ich da anstellen soll. Gut, ich versuche mich immer wieder so ein bisschen an dieser Wirbelsäule zu orientieren, aber davon haben wir ja auch ein paar mehr. Dann versuche ich mich an diesen Bögen zu orientieren, aber davon haben wir auch ein paar mehr. Okay. Ich würde sagen, hey, das sieht gut aus. Das sieht sogar so aus, als wären wir hier schon gewesen. Dass da nämlich oben unsere Basis ist und dass wir jetzt einfach nur da hinten eine große Runde gedreht haben. Dann bräuchten wir hier auch gar nicht runter. Denn da kommen wir eh nur wieder dort zum violetten Wasserfall. Dort oben ist unsere Basis. Hier unten haben wir uns eben rumgetrieben. Dann sind wir nämlich da ganz hinten rum. Eine Runde haben wir gedreht. Würde ich sagen, bewegen wir uns darüber. Und halten mal Ausschau, was hier so alles lebt. Was hier so alles wächst und gedeiht. Vermaledeit. Vielleicht finden wir auch noch ein paar Loot Drops und ja, dort ein oder andere Scheinhorn, das uns eventuell interessant vorkommen mag. Da drüben leuchtet was. Wo ich gerade von Scheinhörnern rede. Ah, kann aber auch einfach nur Illusion gewesen sein. Oh Mann, ich glaube, es war Illusion. Okay. Nichtsdestotrotz, es ist ein ziemlich interessantes Gebiet. Wow. Und ich will ja eigentlich auch kein Scheinhorn. Ich will ja so ein Bevel Light. Und naja, ihr habt mich schon geschaut. Sind wir hier nicht auch schon gewesen? Wird das jetzt nicht auch gleich mächtig radioaktiv? Fragezeichen. Jo. Jo.
Deswegen, also wir waren schon in recht vielen Bereichen, gerade hier in der Gegend. Beweg dich. Spring, kleine Krabbe, spring. Spring um dein Leben. Nee, dann schauen wir uns ein bisschen mehr hier den Wasserfall an, das Wasser selber. Und versuchen hier am roten Bereich einfach mal entlang zu kommen. Und stecken uns quasi hier ein Gebiet ab. Alles Aratinas. Was ist das für ein Ei? Eieiei, ein Eieiei. Was haben wir denn da? Von einem Iguanodon. Ja, der würde uns natürlich mächtig auf die Füße klopfen. Und ganz ehrlich, brauchen wir jetzt nicht. Ich möchte mich auch gar nicht mit dem Iguanodon anlegen, weil das sind eigentlich ziemlich gechillte, coole Viecher. Ich mag die eigentlich auch als Haustiere immer sehr gern. Und von daher lassen wir das einmal da, wo es ist. Bevor wir hier runterhüpfen, gucken wir mal eben, was da unten für eine Krabbe rumkrebst. Wenn wir das überhaupt erkennen können. Doch, da, Karkinos 64. Die wäre ja schon fast im Bereich von interessant, interessant. 4er. 68. Noch interessanter. Ziemlich coole Gegend. Man könnte hier sogar so ein Gehege aufbauen. Ich habe alles dabei. Bin ich mir nur noch nicht sicher, ob wir das auch machen. Weil eigentlich war ja die Prämisse, wir googeln uns hier mal ein bisschen um. Und nicht, wir holen uns die Krabbe mit. Aber, ja, ihr habt mich durchschaut. Natürlich habe ich die ganzen Sachen nicht umsonst mit, ne? Wir müssten dann zwar noch ein paar Bögen bauen. Aber ich denke, das ist ja wohl das kleinere Übel, ne? Also, wir gehen mal ein Stück zurück, damit hier der arme Stachy nichts abbekommt. Und ich glaube, das hier ist die Viererkrabbe. Ich bete, dass das die Viererkrabbe ist. Jo. Oh. Komm, den lassen wir einfach mal sein. Was hat er? Er hängt fest. Auch der Ärmste. Och. Das ist aber jetzt schon doof, ne? Ein cooler Baryonyx. Das ist auch immer so eine Geschichte, die ich unglaublich cool finde. Baryonyx ist, gerade wenn man im Wasser unterwegs ist, unverzichtbar. Quallen gibt es hier. Das ist die 68er. Die wollen wir jetzt mal nicht auf uns aufmerksam machen. Sonst muss ich sie nachher noch aus dem Weg räumen. Möchte ich nicht. Eventuell nehmen wir sie sogar mit. Aber nicht in dieser Folge. In dieser Folge möchte ich hier noch ein bisschen den Rand abgucken. Eventuell halt noch einen vernünftigen Ravager-Ausschau halten. Den müssten wir dann eh nach Hause bringen. Und gucken, was uns hier noch erwartet. Wer weiß. Da steht schon wieder so ein... Oh, hier wird es auch wieder mächtig, kräftig. Radioactive Spider-Man. Gut, also wenn ihr mich jetzt hier angreift, dann müsst ihr leider dran glauben. Oh, die werfen mich in die Radioaktivität. Das ist ganz übel. Huschen wir mal ganz fix hier raus. Was ist das für ein Geräusch? Ach so, ich bin auf einer Schlange gelandet. Eieieiei. Ja. Ach, jetzt kommt er hier noch. Was bist du eigentlich für einer? Warum hast du dich nicht... Ach so, 36. Nee. Ich wollte gerade sagen, warum hast du dich nicht direkt bei mir beworben? Aber... Oh, ich lande gleich auf einer Krabbe. Das möchte ich gar nicht. Oder sogar auf zwei, wer weiß. Und eigentlich möchte ich ja, wenn überhaupt, mal so eine Krabbe wieder mitnehmen, ne? Damit wir eine zweite haben. Eine zweite Meile einholen quasi. Aber jetzt gucken wir natürlich erstmal. Was war das denn? Ach da. Nee, die können wir wegräumen. Genauso wie das Sarko, das da hinten auch irgendwo rumkrebst. Und dann haben wir hier auch schon wieder ein bisschen mehr an Platz für uns und Essen für uns und Trinken. Nee, Scherz. Machen wir die erstmal weg. Wir gucken mal, was hier noch kommt. Weil hier sind auch wieder einige Krabben am Start.
Da hinten haben wir noch eine. 20er. Da hinten haben wir noch eine. 20er. Hm. Haben die hier irgendwie alle zusammengetan, ne? Naja, so können wir mal testen, wie das mit einer 20er Kralle abgeht hier. So, das mit den Baryonyxs wäre eigentlich auch keine schlechte Idee. Die sind unglaublich flink. Aber ich weiß nicht, also oben im grünen Bereich werden die uns nicht viel helfen. Eventuell gerade mal bei den Piranhas. Und von daher sehe ich davon jetzt erstmal ab. Aber hier waren wir ja auch schon. Hier drüben wird es ja auch wieder radioaktiv. Da drüben gibt es organisches Polymer zu sammeln. Und da haben wir noch einen Rock Drake. So einen richtig bösen Rock Drake. Und dann sind wir das letzte Mal irgendwie nach da oben abgehauen. Also werden wir mal schauen, was hier überhaupt so ist. Ah, hier ist also der violette Rand quasi. Das wird für uns natürlich jetzt interessant, weil jetzt quasi erst ja, ein neues Gebiet beginnt. Da müssten wir da rum. Was? Ach, das war mein Bulbdog auf meiner Schulter. Welcher sich da anschickte, irgendwelche komischen Geräusche zu machen. Aus welchem Grund auch immer. Ich hätte gern so einen Universal-Translator für Bulbsprache. Für Featherlight-Sprache und auch für Ziggy-Sprache. Shinehorn. Da war so ein Heilding. Das nehmen wir mal in Anspruch. Aber ich muss sagen, und das ist auch so ein bisschen toi toi toi, also es ist gar nicht mal so viel los, wie ich hier eigentlich gedacht hätte. Das ist natürlich auch von Nachteil, weil wir dadurch dann auch nicht die Menge an Kleintieren finden, die uns eigentlich zustehen würde. Ihr wisst schon, was ich meine. Da drüben leuchtet doch was, ne? Das könnte natürlich auch eine Achatina oder so sein. Aber es ist ein 76er Scheinhorn, ihr Lieben. Wow. Würde ich echt glatt in Erwägung ziehen, mitzunehmen. Aber noch ist die Aufgabe, wir gucken uns hier im blauen Bereich um. Schauen vielleicht auch nach einem Weg, der uns nah an rote Kristalle bringt. Wer weiß. Was für eine bedeutungsschwangere Musik. Und dann hoffe ich einfach mal, dass wir mal ein paar rote Kristalle abgreifen können. Ich habe gerade schon Panik bekommen, weil es so violett wurde. Dabei ist das hier dieser Drop. Oh. Gut, dass ich immer wieder überlege, was ich tue. Dass ich immer genau weiß, was ich tue. Wirk. Kompass. Naja, gut. Damit können wir nichts anfangen. Wir behalten aber mal hier diese bunte Beleuchtung. Und dann gucken wir mal, dass wir hier an dem Rand noch ein bisschen weiterkommen. Meine Herren, da hinten sind Wasserfälle von diesem violetten Zeug. Ich glaube, das ist angeblich Element oder so. Nicht Element of Crime, leider. Wäre coole Mucke, während man da so rumsteht. Da sind diese Pilze. Mann, 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 Mann. So, mal ein bisschen mehr in die Richtung hier. Dann sind wir aber, dann ist das ja hier quasi der andere Aufgang. Hier waren wir ja dann auch schon ein paar hundert Male. Aufgang, Abgang, wie auch immer. Und dann kommen wir hier doch ziemlich weit runter, oder? Also jetzt ohne runterzukommen, kommen wir hier doch ganz schön weit runter. Das ohne Radioaktivität, oder? Okay, also direkt hier runter würde ich sagen, ist übel. Da drüben runter ist intelligenter. Also jumpen wir mal hier rüber. Oh, meine Nase. Man kann auch in Bäumen landen, seht ihr? Was dann aber immer hilft, ist eigentlich absteigen. Normalerweise fängt die sich dann wieder. Ah, wunderbar. Dann wollen wir mal schauen, dass wir hier doch einfach mal runterjumpen. Warum nicht? Ja, wie cool. Das hätte ich jetzt nicht geglaubt. Das ist ja hier quasi eine Plattform geschaffen,
Geschaffen für eine Basis. Hey, hey, cool. Was ist da unten los? Fliegende Ravager. Wow. Ich meine, irgend so einen Bereich kenne ich ja aus dem Multiplayer mit Vinny und dem Kater. Das könnte der sogar sein. Trotzdem, erstmal, oder? Naja, Zielsetzung war ja eigentlich Randblauer Bereich zum Violetten. Das wäre ja genau hier. Ach du heilige Scheiße, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wir haben original im Multiplayer hier unsere Station. Da drüben ist die Heilpflanze. Da ist der See. Hier geht es zum violetten Bereich. Yo, alles klar. Bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Was haben wir hier für Ravager? Ein Vierer. Und das ist denn der stärkste? Heidenei. Ach, weißt du was? Machen wir dich mal weg. Wir brauchen mehr, bessere, kräftigere Ravager. Ah, die jagen einen also auch hoch. Okay. Gut zu wissen. Was für ein cooler Tümpel. Ah, hierfür kann man dann natürlich so ein Baryonyx 1A gebrauchen. Da tun einem auch die Quallen nicht mehr so viel und auch die Elektroale, die sind dann auch gar nicht mehr so wild. Eine Menge Metall gibt es hier. Diese ganzen Steine, die blau durchzogen sind, geben richtig kräftig Metall ab. Aber man hat hier natürlich, wow, direkt die Gefahr, immer wieder in den violetten Bereich zu hopsen, wenn man einen unbedachten Hüpfer macht. Und da wir ja nicht wie Flip der Grashüpfer auf der Hüpferschule waren, sondern uns das alles hier didaktisch beibringen mussten. Oh, hier wird gekämpft. Ich würde der Mulle gerne helfen. Oh, Scheinhorn habe ich getötet. Ein Scheinhorn. Wie kann ich nur? Dafür komme ich in die Hölle. Und auch nicht. Oh, die Mulle. Ach, die ist immer noch da. Ja gut, dann ist jetzt auch Ende mit Mulle hier. Na? Ich wollte ja nur helfen. Ich wollte ja gar nichts. Kann ich jetzt nichts dafür, dass ich aus Versehen ihr Barthaar mit dazwischen hatte, als ich auf diese Atropleura eingeschlagen habe. Ah, ist das abgefahren hier. Und da dürfte sie wieder zum Violetten gehen. Da steht auch schon wieder so ein Megalodaurus. Ein Megalodaurus hier. Ach, ich wollte gerade sagen Rock Drake oder was? Aber nein. Das wird mir hier aber zu hektisch. Ich glaube, wir springen mal eben hier rüber. Mal abgesehen davon, dass ich gerade wieder festhing an irgendeiner Bordsteinkante. Wie sieht das hier eher so aus, als könnte man sich hier bewegen? So, diesmal habe ich geholfen und... diesmal habe ich der Atropleura geholfen, ja? Shit. Stirb! Du mieses Ding! Genannt Atropleura. Oh, was haben wir da drüben? Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Ei, da... Ach, wie nett! Da oben kommt so ein Loot Drop runter. Damit möchte ich aber im Moment gar nichts anfangen. Hüpf. Und dann gucken wir doch mal, was da drüben los ist. Also glaubt nicht, dass ich wüsste, wo ich bin. Also kein Plan. Doch, so ungefähr, aber das ist schon ziemlich krass. Jetzt habe ich natürlich wieder Panik, dass es jetzt gleich wieder radioaktiv wird, aber... Lassen wir uns einfach mal überraschen. Crazy Gegend hier. Irgendwie so. Die violette Insel im blauen Bereich. Verstehe ich jetzt auch nicht, aber... Oh!
Ach, das ist so ein Bereich mit diesen Pilzen. Okay. Hilft. Wasserpilze helfen. Okay, cool. Dann ist also der Bereich hier irgendwie in irgendeiner Weise verseucht. Alles klar. Gut. Damit kann ich leben. Wo geht's hier längs? Hammer. Guckt euch das an, wie cool. Darüber möchte ich und da möchte ich auch links. Also wir gucken jetzt erstmal kurz da und dann möchte ich mal darüber in diesen Bereich. Weil es sieht ja richtig abgespaced hier aus. Ich muss ein bisschen auf meine Pilze aufpassen. Ich habe nur noch 27 und wenn jetzt nochmal so ein Gebiet kommt, dann muss ich erstmal ein paar Pilze sammeln gehen. Ziemlich viel Kleingeviech und so, aber es hält sich ja echt in Grenzen. Total cool. Wie geht's denn da schon wieder hin? Ach du meine Güte. Rote Edelsteine. Deswegen bin ich ja eigentlich hier. Aber bis ich da drüben bin und die weg... Was war das? Ach, Nameless. Okay, meine Lampe ist anscheinend aus. Jo, war aus. Komm aber auch nicht. Okay. Die höre ich so selten, die Nameless, dass ich die meist gar nicht zuordnen kann. Wann denn ist es hier auf einmal stockdunkel und so? Das ist so abgefahrene Gegend. Mensch. Und das da ist mit einer der wenigen Aufladeknoten, die ich überhaupt irgendwie wahrgenommen habe. Also die Gegend hier ist für mich absolutes Neuland. Bei den anderen Teilen, da war ich schon mal. Mehr oder weniger bewusst. Was haben wir denn hier überhaupt? Ein Dreier. Ja, das hat alles weniger Nährwert als... Naja. Das wird auf jeden Fall noch eine Folge hier im blauen Bereich. Das müssen wir uns einfach alles noch ein bisschen angucken. Und wir sind ja noch gut dabei. Also ich meine, es tut uns nichts weh. Wir haben noch Essen, wir haben noch Trinken. Wir haben immer noch ausreichend Pilze dabei für eigentlich jegliche Situation, die da kommen mag. Ich bin mir zwar schon gar nicht mehr sicher, wo überhaupt der violette Bereich da anfängt und aufhört. Aber warte mal, doch, wir sind von hier gekommen, kann das sein? Ist das da der Loot Drop, an dem wir denn, wo wir denn abgebogen sind? Dann würden wir nämlich hier weitergehen. Guten Tag. Ich wollte Ihnen jetzt nicht zu nahe treten. Aber hier die Arthropleuras, die können wir ruhig mal aus dem Weg räumen. Ich treffe die doch noch nicht mal. So. Dann mal eben ein bisschen aufräumen, weil das ganze Chitin, das brauchen wir mittlerweile nicht mehr. Die Schränke sind voll. Die Werkbank auch. Weg damit. So. Leder brauchen wir auch nicht. Ja, ja, organisches Polymer behalten wir mal. Brauchen wir nicht. Die sind mal gut. Brauchen wir nicht. Und dann hauen wir hier mal so ein bisschen Fleisch aus der Tüte, weil brauchen wir nicht. Und nimmt einfach nur wertvollen Stauraum weg. Und ich finde, bis jetzt hat sich die Reise richtig gelohnt. Das war bisher ziemlich cooler Nervenkitzel und wir haben doch einiges gesehen. So, reicht mir auch mit diesem ganzen verdorbenen Fleisch. Ein grünes Hemdchen, okay. Damit können wir wenigstens was anfangen. So, UPS wird seine Freude haben oder DHL oder wer auch immer. Ich habe einige Pakete hier liegen lassen. Kann der Bote abholen? Kann es aber auch sein lassen. Wow. Also ich wollte jetzt unbedingt mal hier hin, weil da ja schon wieder das violette Leuchten anfängt. Hier haben wir einen Rock Drake. Was haben wir für einen? Ein 38er. Der ist schon so ein bisschen happiger. Das könnte schon ein längerer Kampf werden. Also müssen wir nicht unbedingt jetzt auf uns aufmerksam machen.
Insbesondere deswegen nicht, weil ich nicht weiß, ob der hier uns hier runterschubsen kann. Und wenn er das tun würde, hätten wir natürlich die Arschkarte. Naja, gut. Ich hoffe, ich komme hier... ich wollte gerade sagen, ohne Hüpfen längs. Um hier mal zu gucken, was hier überhaupt los ist. Aber das sieht schlecht aus. Und ich möchte hier ganz ehrlich nicht unbedingt hüpfen. Ich kann das immer noch nicht so gut einschätzen mit dem ganzen... Wow. Mit der ganzen Sprungtiefe und Höhe. Und von daher bin ich dann lieber ein bisschen vorsichtig. Schild ist das cool hier. Gut. Dann lasst uns mal hier in die Richtung weiter schuggeln. Er hat auch schon wieder was zu essen gefunden. Boah, jetzt wird's aber echt spacey. Dringend mal das Licht anmachen. Ich weiß gar nicht, warum das aus war. Was ist er hier am Fressen? Hast du mir etwa gerade ein Scheinhorn vor der Nase weggefressen? Na, ist nochmal so eine Aratina. Wow, also mir graut schon davor, wenn wir da irgendwann mal runter müssen. Weil wir unbedingt so ein Rockdrake-Ei haben wollen. Und wenn ich ehrlich bin, würde mich auch die Oberfläche mal interessieren. Gerade jetzt, wo wir so einen 90er-Nachtzyklus haben. Oh, hier Rockdrake da hinten. Violette Gegend, eventuell. Wow, was ist hier los? Seeker? Wie Seeker? Was machen denn Seeker hier? Ein Kano? Also hier ist doch einiges los. Oh, der Rockdrake ist nicht so schlimm. Der Kano ist eine Nullnummer. Genauso wie der da hinten. Ja, die Seeker werden auf uns aufmerksam, wenn wir hier reinlatschen. Weil ich die Lampe anhab. Ich habe die Lampe an. Und das kann sehr unangenehm werden. Da kommen sie schon. Ich versuche mal sowas wie einen Notjump. Weil ich nicht weiß, wie die Krabbe damit umgehen kann. Ob die Krabbe überhaupt eine Chance hat gegen die Seeker. Aber ohne Lampe kommen dann... Oh, okay. Also finden wir es mal heraus. Außer, dass die richtig coole Sterbegeräusche machen, scheinen die gar nicht so bedrohlich zu sein, wie sie wirken. Cool. Dann würde ich sagen, Kinder, wir gucken uns das, was es da drinne gibt, wenn es nicht allzu radioaktiv wird, in der nächsten Folge an. Wir stellen uns jetzt hier mal in die Heilpflanze. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart. War cool, dass ihr mich hier begleitet habt, mir den Rücken freigehalten. Ah. Unglaublich. Oh, da kommt schon wieder so ein Seeker. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ei, ei, ei. Ach, das ist aber jetzt doch schon ganz schön unangenehm. Mit den Seekern und so. Naja, wie gesagt, danke, dass ihr dabei wart. Gehabt euch wohl, euer John D. Fool. Und tschüss.